Moin zusammen. Es gibt noch einen Zuwachs in der Prince Rebel Reihe. Das hier ist nämlich, und hört auf den kompletten Namen, Prince Exo 3 Tour 98 ESP. ESP erkläre ich gleich noch. Die Rahmenbedingungen hier, 98er Kopf, 310 Gramm unbeseitet, 30,5er Balance und jetzt kommt's, Seitenbild 16x16. Das ESP im Namen steht für Extreme String Pattern. Ihr seht schon, das ist sehr, sehr weitmaschig. 16-16, was will man anderes erwarten? Ihr seht aber auch, hier oben ist es mal extrem weitmaschig, weil gerissen. In der Regel reißen mir eigentlich keine Saiten. Ich schneide die eigentlich relativ früh runter, beziehungsweise dann runter, wenn das Gefühl nicht mehr so gegeben ist von der Saite. Hier ist sie mir gerissen. Ist eine 1,25-1,25 Kombi. Ich würde hier raten, damit ihr richtig Spaß an dem Spin habt und nichts reißt, nehmt eine Saite ab 1,35-1,40er Durchmesser, dann fluppt das. Zwei technische Merkmale noch, die großen Ösen, die natürlich Exo 3 den Namen geben, seht ihr hier schon, die sind auch vom Prince bekannt, vergrößert den Sweet Spot bis zu 54%, wenn ich nicht irre. Dazu gibt es in der Mitte noch die Double Bridge, die wirkt quasi wie ein überdimensionierter Dämpfer, funktioniert sehr, sehr gut, überhaupt keine Vibrationen im Arm, finde ich sehr gelungen. Kommen wir zum Spielen. Was erwartet man von einem 16-16 Seitenbild bei 310 Gramm und 98er Kopf, wie schon gesagt. Ich persönlich habe davon viel Spin erwartet, ich habe aber auch viel Seitenverrutschen und sowas erwartet. Spin stimmt, Seitenverrutschen ein bisschen, liegt daran, wie gerade schon gesagt, nehmt etwas dickere Seiten, dann habt ihr da kein Problem mit. Für mich bedeutet das, ich bin sonst jemand, ich spiele nicht zu gerade Schläge, ich habe immer ein bisschen Spin drin. Ich habe aber wie mit diesem Racket hier noch nie so aggressiv gespielt, dank des Spins, weil ich wusste, die Murmel senkt sich so oder so ins Feld. Beim ersten in die Hand nehmen habe ich gedacht, der fühlt sich ein ganz klein bisschen unlebendig an oder sowas, eben weil relativ viel gedämpft wurde. Das hat sich aber nach 2 bis 3 Schlägen sofort gegeben und ich wusste, was ich damit tun kann. Zum normalen Rebel 98 tut sich nicht so viel. Die Kontrolle ist ähnlich gut, das ist natürlich ein bisschen genauer vielleicht bei der 16-20 Version. Allerdings ist hier die Kontrolle über den Spin, das habe ich schon oft gesagt, hier gegeben. Das allerdings in diesem Fall noch deutlich mehr, beziehungsweise für mich deutlich aggressiver. Ich war völlig überrascht, was für Bälle gerade im Doppel, wenn man durch die Mitte angreift und die Sachen auf die heranrückenden Gegner aufs T-Feld gespielt werden sollen, mit was für einem Wumms und mit was für einer Leichtigkeit und einer Selbstverständlichkeit die Bälle damit gespielt werden konnten und Hauptaugenmerk, was Spin anbelangt bei diesem Seitenbild für mich, das Entschärfen von Spin von anderen, weil man kann wunderbar dagegen halten, das habe ich so noch nicht gespielt, hat mir sehr gut gefallen. Für meine Begriffe hat die ESP-Version noch ein ganz klein bisschen mehr Power als die normale Rebel-Version und jetzt kommen wir nochmal zu der Neuerung, die auch rein optisch basiert ist, jetzt habt ihr sie direkt im Vergleich, ich finde das neue Design ist sehr, sehr gelungen, wirkt total bissig, erinnert ein bisschen an so eine Hornisse, eine Biene, was auch immer, sieht auch von Weitem auf dem Platz sehr gut aus, für mich sehr gelungen. Wenn ihr also kurz gesagt Fan des Rebel 98 seid, nichts gegen klein bisschen mehr Power habt und nichts gegen massig mehr Spin habt und ihr eh vielleicht Spin spielt, dann guckt ihn euch an bei uns auf centercard.de, der Prince Exo 3 Tour 98 ESP.